Walk, walk. Die ersten 8 Schritte. Wir gehen 3 Schritte vor, mit rechts beginnt. Rechts, links, rechts und ein Schritt halt. Jetzt setzen wir die linke Ferse vorn auf, an den rechten Fuß wieder ran. Dann setzen wir die rechte Ferse vorn auf und an den linken Fuß wieder ran. Noch einmal diese 8 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte sind 3 Schritte zurück mit links beginnt. Links, rechts, links, ein Schritt halt. Jetzt kommt ein Montoriturn. Das heißt, wir setzen die rechte Fußspitze zur Seite, ziehen den rechten Fuß an den linken wieder ran und machen auf dieser rechten Fußspitze eine halbe Drehung und setzen die linke Fußspitze links ab und den linken Fuß an den rechten wieder ran. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich um, damit man das besser sieht. Das war der Ausgangspunkt. Jetzt kommt eine Rumba-Box. Das heißt, den rechten Fuß zur Seite, den linken Fuß an den rechten ran, den rechten Fuß nach vorn und einen Schritt halt. Jetzt setzen wir den linken Fuß links ab, den rechten Fuß an den linken ran, den linken nach hinten und wieder einen Schritt halt. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte, da drehe ich mich auch um, damit man das besser sieht. Das war der Ausgangspunkt. Jetzt setzen wir den rechten Fuß rechts ab, den linken Fuß an den rechten ran, den rechten wieder zur Seite und einen Schritt halt. Jetzt machen wir einen Zählerturn mit einer Vierteldrehung nach links. Das heißt, wir kreuzen den linken Fuß hinter den rechten, machen dabei schon eine Vierteldrehung nach links, setzen den rechten Fuß nach hinten, den linken Fuß nach vorn und wieder einen Schritt halt. Ich zeige diese letzten 4 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4. Und diese letzten 8 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte zeige ich auch wieder von hinten, damit man das besser sieht. Jetzt kommt ein Lockstep vorwärts. Das heißt, wir setzen den rechten Fuß nach vorn. Den linken locken wir dahinter ein und setzen den rechten Fuß wieder nach vorn und einen Schritt halt. Jetzt machen wir ein Rock vorwärts mit links. Den linken Fuß nach vorn absetzen, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Und wenn wir das Gewicht zurücknehmen, machen wir eine halbe Drehung links rum und setzen den linken Fuß vorn ab und wieder einen Schritt halt. Ich zeige diese letzten 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und diese 8 Schritte
werden noch einmal getanzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und der Tanz beginnt von vorn. Und das machen wir noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und der Tanz beginnt von vorn.